Kapitel 2. Der große Balkon von Hotel 10 Pfund war am anderen Morgen kaum zur Hälfte besetzt, und nur ein Dutzend Personen etwa sah auf das vor ihnen ausgebreitete Landschaftsbild, das durch die Feueressen und Rauchsäulen einer benachbarten Fabrik nicht allzu viel an seinem Reize verlor, denn die Brise, die ging, kam von der Ebene her und trieb den dicken Qualm am Gebirge hin. In die Stille, die herrschte, mischte sich Außer dem Rauschen der Boden nur noch ein fernes Stampfen und Klappern und ganz in der Nähe das Zwitschern einiger Schwalben, die im Zickzack vorüberschießend auf eine vor dem Balkon gelegene Parkwiese zuflogen. Diese war das Schönste der Szenerie, schöner fast als die Bergwand samt ihren phantastischen Zacken. Und wenn schon das saftige Grün der Wiese das Auge labte, so mehr noch die Menge der Bäume, die gruppenweis von ersichtlich geschickter Hand. In dies Grün hineingestellt waren. Ahorn und Platanen wechselten ab, und dazwischen drängten sich allerlei Ziersträucher zusammen, aus denen hervor es buntfarbig blühte: Tulpenbaum und Goldregen und Schneeball und Akazie. Der Anblick mußte jeden entzücken, und so ging denn auch das Auge der schönen Frau, die wir am Tage vorher auf ihrer Reise begleiteten, an dem ihr zu Füßen liegenden Bilde. Freilich im Gegensatze zu dem Obersten ihrem Gemahle mit nur geteiltem Interesse. Der Tisch, an dem beide das Frühstück nahmen, stand im Schutze einer den Balkon nach dem Gebirge hin abschließenden Glaswand und fiel nicht nur durch ein besonders elegantes Service, sondern mehr noch durch ein großes und prächtiges Fliederbouquet auf, das man, vielleicht in Huldigungen gegen die durch Rang und Erscheinung gleich distinguierte Dame, grad auf diesen Tisch gestellt hatte. Cecile selbst brach einige von den Blütenzweigen ab und sah dann abwechselnd auf Berg und Wiese, ganz einer träumerischen Stimmung hingegeben, in der sie sich augenscheinlich ungern gestört fühlte, wenn der Oberst in wohlmeinendem Erklärungseifer den Cicerone machte. Vieles, hob er an, hat sich speziell an dieser Stelle geändert, seit ich in meinen Fähnrichstagen hier war, aber ich finde mich doch noch zurecht. Das Plateau dort oben mit dem großen, würfelförmigen Gasthause, das muss der Hexentanzplatz sein. Ich höre, man kann jetzt bequem hinauffahren. Oh, gewiss kann man, sagte sie, während sie sichtlich gleichgültig gegen diese Mitteilung mit ihrem Auge den Balkon überflog, auf dem die Jalousieringe klapperten und die rot und weiß gemusterten Tischdecken im Winde wehten. Zugleich zupfte sie an einer ihrer Schleifen und wandte den Kopf so, daß man von der anderen Seite des Balkons her ihr schönes Profil sehen mußte. Hexentanzplatz, nahm sie nach einer Weile das Gespräch wieder auf. Wahrscheinlich ein Felsen mit einer Sage, nicht wahr? Wir hatten auch in Schlesien so viele. Sie sind alle so kindisch, immer Prinzessinnen und Riesenspielzeug. Ich dachte, der Felsen, den man hier sähe, hieße die Rosttrappe. Gewiss, Cecil, das ist der andere, gleich hier der nächste. Müssen wir hinauf? Nein, wir müssen nicht. Aber ich dachte, du würdest es wünschen. Der Blick ist schön und man sieht meilenweit in die Ferne bis Berlin. Aber nein, darin irr ich. Das ist nicht möglich. Berlin muss weiter sein, fünfzehn Meilen oder noch mehr. Ah, sahst du die zwei Schwalben? Es war, als haschten sie sich und spielten miteinander. Vielleicht sind es Geschwister oder vielleicht ein Pärchen oder beides die Schwalben nehmen es nicht so genau sie sind nicht so diffizil in diesen dingen es lag etwas bitteres in dem ton aber diese bitterkeit schien sich nicht gegen die dame zu richten denn ihr auge blieb ruhig und keine röte stieg in ihr auf sie zog nur ein Chenille Tuch, das sie bis zur hüfte hatte fallen lassen wieder in die höhe und sagte mich fröstelt pierre weil du nicht Bewegung genug hast und weil ich schlecht geschlafen habe, komm, ich will mich niederlegen und eine halbe Stunde ruhen. Und bei diesen Worten erhob sie sich und ging unter leichtem Gruß, den die zunächst Sitzenden ebenso leicht erwiderten, auf das Nebenzimmer und den Korridor zu. Der Oberst folgte. Nur einer der Gäste, der über seine Zeitung fort, von der anderen Seite des Balkons her, das distinguierte Paar schon seit lange beobachtet hatte, stand auf, legte die Zeitung aus der Hand und grüßte mit besonderer Devotion, was seines Eindrucks auf die schöne Frau nicht verfehlte. Wie belebt und erheitert nahm diese plötzlich ihres Begleiters Arm und sagte Du hast recht, Pierre, Luft wird mir besser sein als Ruhe. Mich fröstelt nur, weil ich keine Bewegung habe. Lass uns in den Park gehen. Wir wollen sehen, ob wir die Stelle finden, wo die Schwalben nisten. Ich habe mir den Baum gemerkt. Der junge Mann, der sich von seinem Platz erhoben und mit so besonderer Artigkeit gegrüßt hatte, rief jetzt den Kellner heran und sagte: Kennen Sie die Herrschaften? Ja, Herr von Gordon. Nun, Oberst A.D. von saint Arnaud und seine Frau, sie kamen gestern mit dem Mittagszug und nahmen ein Dinner à part. Die Dame scheint krank. Und werden einige Tage bleiben? Ich vermute. Der Kellner trat wieder zurück, und der als Herr von Gordon angeredete wiederholte jetzt zwei-, dreimal den Namen, den er eben gehört hatte: Saint Arnaud. Saint Arnaud. Endlich schien er es gefunden zu haben. Ja, jetzt entsinne ich mich: In Saint-Denis war anno siebzig viel von ihm die Rede. Kugel durch den Hals zwischen Karottis und Luftröhre. Wahrer Wunderschuß, und wunderbar auch die Heilung. In sechs Wochen wiederhergestellt. Witzleben hat mir ausführlich davon erzählt. Kein Zweifel, das ist er. Er war damals ältester Hauptmann in einem der Garderegimenter bei Franz oder den Maikäfern und wurde noch in Frankreich Major. Ich muß ihn im Zerf gesehen haben. Aber warum außer Dienst? Der dies Selbstgespräch führende nahm, als er sich mit Hilfe seines Gedächtnisses auf diese Weise leidlich orientiert hatte, die Zeitung wieder zur Hand und überflog den Leitartikel, der die letzten Fortschritte der Russen in Turkmenien behandelte, zugleich aber unter aller Namensverwechslungen auch über Indien und Persien orakelte. Der Herr Verfasser weiß da so gut Bescheid wie ich auf dem Monde, und das Blatt verdrießlich wieder beiseite schiebend, sah er lieber auf das Gebirge hin, das er seit länger als einer Woche an jedem neuen Morgen mit immer neuer Freude betrachtete. Zuletzt ruhte sein Blick auf dem Vordergrunde und verfolgte hier die Kieswege, die sich in abwechselnd breiten und schmalen Schlängellinien durch die Parkwiese hinzogen. Eins der Bosquet, das dem Sonnenbrand am meisten ausgesetzt war, zeigte viel Gelb, und er sah eben scharf hin, um sich zu vergewissern, ob es gelbe Blüten oder nur von der Sonne verbrannte Blätter seien. Als sie aus eben diesem Bosquet die Gestalten des Saint-Arnaudschen Paares hervortreten sah, sie bogen in den Weg ein, der jenseits der Parkwiese parallel mit dem Hotel lief, so daß man vom Balkon her beide genau beobachten konnte. Die schöne Frau schien sich unter dem Einflusse der Luft rasch gekräftigt zu haben und ging aufrecht und elastisch, trotzdem sich unschwer erkennen ließ, daß ihr das Gehen immer noch Mühe und Anstrengung verursachte. Das ist Baden-Baden, sagte der von Balkon aus sie beobachtende, Baden-Baden oder Brighton oder Biarritz, aber nicht Harz und Hotel 10 Pfund. Und so vor sich hinsprechend folgte sein Auge dem sich bald nähernden, bald entfernenden Paare mit immer gesteigertem Interesse, während er zugleich in seinen Erinnerungen weiterforschte. Saint Arnaud, anno siebzig, war er noch unverheiratet sie wäre damals auch kaum achtzehn gewesen. Und unter solchem Rechnen und Erwägen erging er sich in immer neuen Mutmaßungen darüber, welche Bewandtnis es mit dieser etwas sonderbaren und überraschenden Ehe haben möge. Und dahinter steckt ein Roman. Er ist über zwanzig Jahre älter als sie. Nun, das ginge schließlich, das bedeutet unter Umständen nicht viel. Aber den Abschied genommen, ein so brillanter und bewährter Offizier? Man sieht ihm noch jetzt den Schneid an. Gardeoberst Comme il jeder Zoll, und doch außer Dienst. Sollte vielleicht? Aber nein, sie kokettiert nicht, und auch sein Benehmen gegen sie hält das richtige Maß. Er ist artig und verbindlich, aber nicht zu so gesuchtartig, als ob was zu kaschieren sei. Nun, ich will es schon erfahren, übrigens wirkt sie katholisch. Und wenn sie nicht aus Brüssel ist, ist sie wenigstens aus Aachen. Nein, auch das nicht. Jetzt habe ich es, Polin oder wenigstens polnisches Halblut und in einem festen Kloster erzogen, sacré Cœur oder Zum guten Hirten.